Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie wohnen seit Jahren in der gleichen Wohnung, die Nebenkostenabrechnungen sind fast immer gleich und von heute auf morgen steigen die Nebenkostenabrechnungen um das Zehnfache. Eine Rücksprache mit der Hausverwaltung bringt nichts, Sie können die Kosten nicht gleich zahlen und Ihnen flattert eine Räumungsklage ins Haus. So geschehen kürzlich in Ravensburg. Der Fall hat für reichlich Aufsehen gesorgt und wieder einmal gezeigt, dass es bei Nebenkostenabrechnungen immer wieder Streit gibt. Wie Sie sich dagegen schützen können, das wollen wir heute in der Sendung mit unseren Experten klären. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Ob Sie mit Freunden grillen, einfach nur die Sonne genießen oder mal faul im Liegestuhl die Zeit genießen. Nicht immer wollen Sie, dass der Nachbar oder auch Fremde Ihnen direkt sozusagen auf den Teller guckt. Ein Sichtschutz ist eine gute Alternative, vor allem wenn es um enge Gärten oder Grundstücke geht. Und inzwischen hat die Branche auch weit mehr als die Hecke oder den Bretterzaun zu bieten. Das gehört der Vergangenheit an. Wer heute einen Sichtschutz baut, baut am besten auf Qualität. Und das heißt in erster Linie, dass die Materialien langlebig und wetterfest sind. Aluminium erfüllt diese Anforderungen und wird daher von Experten empfohlen und auch am häufigsten verwendet. Zumindest bei den Zwischen- und Endpfosten. Diese müssen zunächst fest im Boden verankert werden. Ein Sichtschutz ist immer eine wahnsinnige Windangriffsfläche und da ist einfach wichtig, dass wir tief fundamentieren. Das heißt, ein großgerugiges Loch, ca. 25 bis 30 cm Durchmesser, so gerade wie möglich nach unten, also in zylindrischer Form, weil das gibt einen Halt. Alles, was kugelförmig ausgebildet ist, ist wie ein Gelenk und da habe ich ganz schnell halt die Funktion, dass der mir der Sichtschutz wegkippt und so kriegen wir das ganz sauber und fest hin. Mit Beton aufgefüllt halten die Pfosten jedem Sturm stand. Meist werden Sichtschutzwände in kleinen Gärten oder bei eng angrenzenden Grundstücken angebracht. Durch flexible Systeme können die Wände jederzeit an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Das ist so, dass wir verschiedene Pfosten haben, also sprich Zwischenpfosten mit 2 Nuten, Eckpfosten mit 3 Nuten. Und hier haben wir eben die Situation, dass es eventuell die Möglichkeit der Erweiterung nachher gibt. Und dann kann ich später mal diese Schiene wieder rausnehmen und kann mit dem Sichtschutz einfach weiterfahren. An der anderen Stelle werden wir nachher einen Endpfosten setzen ohne Nut, weil da geht es einfach Ende. Die Abstände der Pfosten sollten maximal 2 Meter sein. Stehen sie weiter auseinander, besteht bei Holz die Gefahr, dass es sich im Laufe der Zeit durchhängt. Bei Aluminium und Glas sind bis zu 3 Meter möglich. Allerdings sollte trotz allem immer ein Stützpfosten mittig an der Außenseite angebracht werden. Was das Design der Sichtschutzwände angeht, bietet der Markt heute verschiedenste Möglichkeiten. Die günstigste Variante ist Holz, gefolgt von Aluminium und Glas. Daraus ergibt sich auch der Preis für Sichtschutzwände, abhängig von Material und Fläche. Der Trend geht laut den Experten zu Metall, Aluminium und Kunststoff. Hier spielt auch die Langlebigkeit eine Rolle. Wer übrigens keinen Garten hat, muss auf Sichtschutz nicht verzichten. Die Pfosten können auch ohne Rasen fest montiert werden. Auf der geteerten Fläche ist ein bisschen problematisch, aber sehr oft hat man einen Mauerstreifen im Terrassenbereich, wenn es um Hangabbefestigungen geht, ähnliches. Und dann kann ich den Pfosten auch mittels diesem Pfostenfuß aufdübeln. Und dann wird der Pfosten einfach passgenau aufgeschoben. Und dann ist das hier über die Nut dann noch verschraubt, dann ist das eine hundertprozentige Befestigung. Grundsätzlich ist das Aufstellen eines Sichtschutzes auf dem eigenen Grundstück erlaubt. Wer allerdings auf Nummer sicher gehen will und möglichen Ärger mit den Nachbarn vermeiden möchte, sollte es vorher besser abstimmen. Vielleicht wollen ja auch beide Seiten einen Sichtschutz und man kann sich die Kosten am Ende sogar teilen. Dass ein Fernsehgerät heute weit mehr kann als nur das reine Fernsehprogramm zeigen, ist bekannt. Smart TV ist die Zukunft. Das Wort smart, übersetzt klug, zeigt, dass Fernsehgeräte immer intelligenter werden.
TV-Programm aus dem Internet, Streaming von Filmen von Online-Plattformen. Heute kommt fast alles aus dem Internet direkt nach Hause ins Wohnzimmer. Der Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Smart-TVs, kurz gesagt Fernsehgeräte, die funktionieren wie ein Smartphone. Ein Flachbildschirm ohne Smart-TV-Funktion, das ist heute kaum mehr vorstellbar. Egal wo, egal wann, ständig sind wir vernetzt. Warum also sollte nicht auch unser Fernseher alle Informationsquellen vereinen? Ich muss nicht mehr separat meinen PC, Laptop hochfahren, auch nicht mehr das Smartphone in die Hand nehmen, kann also wirklich direkt Nachrichten hier drauf lesen, kann Filme gucken, wie gesagt, Fotos abspielen, kann auch den Inhalt von meinem Smartphone kabellos übertragen. Es ist also vielseitig einsetzbar. Und Smart-TVs können noch mehr. Videotelefonie per Skype zum Beispiel. Oder das aktuelle Fernsehprogramm einfach unterbrechen und auf dem Smartphone weiterschauen. Praktisch für unterwegs. Während 3D zunehmend uninteressanter wird und in vielen Modellen gar nicht mehr vorhanden ist, investieren die Hersteller in die Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Smart-TV-Anwendungen. Die Fernsehgeräte werden mit neuen Betriebssystemen für Smart-TV ausgestattet, was die Bedienung deutlich komfortabler macht. Alles, was es zu Hause braucht, einen Internetanschluss. Es gibt klar Preis-Leistungsunterschiede. Es gibt Fernseher, die wirklich freien Internet haben, wo man jede Internetseite besuchen kann. Es gibt allerdings auch Fernseher im günstigeren Preissegment, die dann wirklich nur bestimmte Seiten vorprogrammiert haben, die man besuchen kann. Es gibt definitiv Unterschiede, auch in der Schnelligkeit. Die aktuellen Smart-TVs lassen sich drahtlos per Tablet oder Smartphone bedienen. Mit Bluetooth kann außerdem eine Tastatur angeschlossen werden, die das Surfen noch einfacher macht. Internet, Apps, telefonieren, eben das Smartphone für zu Hause. Ja, liebe Zuschauer, über das Internet kann man heute fast alles regeln, auch das Begleichen von Rechnungen. Doch was tun, wenn die Nebenkostenabrechnung plötzlich zum Horror wird? So geschehen kürzlich in Ravensburg, als einer Mieterin eine Nachzahlung über 3.000 Euro ins Haus flatterte. Wir zeigen Ihnen den Fall aus Ravensburg und sprechen auch mit dem Eigentümerverband von Haus und Grund, was Sie gegen überzogene Forderungen tun können. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie leben in einer 50 bis 60 Quadratmeter großen Wohnung mit Zentralheizung. All die Jahre sind die Nebenkostenabrechnungen unauffällig. Dann plötzlich flattert Ihnen eine Abrechnung mit einer Nachzahlung über 3.000 Euro ins Haus. Gibt's nicht, glauben Sie? Gibt's doch, wie unser aktueller Fall zeigt. Renate Müller aus Ravensburg lebt seit fast 5 Jahren in ihrer Zweizimmerwohnung. In ihrem Wohnzimmer stehen die Möbel ihres Vaters, von denen sie sich nicht trennen möchte. In dieser Wohnung möchte sie bleiben. Trotz schwerer Krankheit fühlt sie sich hier wohl. Dann flattert die Nebenkostenabrechnung ins Haus. Sie soll über 3.000 Euro nachzahlen. Das meiste davon sind Heizkosten. Sie holt sich Rat beim Mieterverein und nimmt sich einen Anwalt. Dem fällt auf, dass meine Abrechnung mit den Werten um das 10-fache höher war als das Jahr zuvor. Und unserer Meinung nach war das eine reine Übertragungsfehler von der Ablesung in die Rechnung. Doch vor Gericht können Sie Ihre Vermutung eines Ablesefehlers nicht beweisen. Der Richter entscheidet, die Werte stimmen, Renate Müller muss die Nebenkosten bezahlen und wegen des Rückstandes muss sie ihre Wohnung räumen. Die schwerkranke Rentnerin ist fassungslos. Ich habe nicht geglaubt, dass das Gericht das nicht sieht, dass das nicht sein kann, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das sieht doch jeder. Und jedem, dem ich das erzählt habe, bisher, die schlagen alle Hände über dem Kopf zusammen. Das gibt's doch nicht, solche Nebenkostenabrechnungen, ja? Und sowas kommt bei uns vor Gericht durch. Das können auch die Ravensburger nicht glauben. Unter ihnen der Chefredakteur vom Südfinder, Robin Halle. Er macht den Fall öffentlich, initiiert einen Spendenaufruf. Von den Spendengeldern kann Frau Müller die Forderung von über 3.000 Euro bezahlen. Wir haben in der ersten Tranche 3.200 Euro Nebenkosten
inklusive Gerichtsgebühren zurücküberwiesen an den oder überwiesen an den Vermieter. Das Geld hat er schon. Jetzt gibt es wohl noch Nachforderungen für Nebenkosten, die danach angefallen sind. Auch diese Nebenkosten werden wir übernehmen, dass Frau Müller zur Berufungsverhandlung komplett schuldenfrei dasteht. Trotz der Zahlung, der Vermieter hat die Forderung auf 2.500 Euro reduziert, schwebt über ihr das Damoklesschwert der Räumung. Sie hat ein Räumungsschutzverfahren beantragt. Eine Richterin muss nun entscheiden, ob es soweit kommt. Für die 77-Jährige wäre das ein Albtraum. Wo soll ich denn mit meinen geerbten Möbeln hin, in denen ich bleiben möchte und hier bitte meine letzten Tage oder Wochen verbringen möchte? Dieser Fall wirft Fragen auf. Wie kann es sein, dass der Vermieter mit einer derart hohen Nachforderung durchkommt? Im Jahr zuvor hatte Frau Müller noch 80 Euro zurückbekommen. Und jetzt auf einmal soll sie über 3.000 Euro nachzahlen? Ja, eine sehr emotionale Geschichte geschehen hier in Ravensburg. Horror-Nebenkostenabrechnung, heute unser Thema. Und ich begrüße ganz herzlich Marco Linse, Rechtsanwalt und stellvertretender Vorsitzender von Haus und Grund in Weingarten. Und Robin Halle, Chefredakteur des Südfinders, der die ganze Geschichte aufgedeckt hat. Robin, wie kamst du an die ganze Geschichte und was ist gerade der aktuelle Stand der Dinge? Also Frau Müller hat sich an uns gewandt, unter Tränen an uns gewandt und gesagt, sie ist todkrank und muss ihre Wohnung verlassen, weil eine Räumungsklage droht. Dann hat sie ein Gutachten vom Krankenhaus für zur Nothelfer vorgelegt, in dem tatsächlich stand, es ist aus gesundheitlichen Gründen unmöglich, die Wohnung zu verlassen. Das bedeutet ihr sicheres Todesurteil. Da haben wir natürlich geschluckt vom Südfinder, weil uns die Geschichte doch sehr bewegt hat. Dann haben wir uns den Fall angeguckt und ja, wenn Sie fragen nach dem Stand der Dinge ist, ein Gericht in Ravensburg hat entschieden, dass es rückständige Nebenkostennachzahlungen, rückständige Nebenkostenvorauszahlungen in Höhe von roundabout 2.500 Euro gibt, zuzüglich Gerichtskosten 3.200, weil die Frau Müller diese Kosten nicht bezahlt hat. Hat das Gericht entschieden, dass sie ihre Wohnung verlassen muss. Dieses Urteil ist jetzt erstmal rechtskräftig und da. Ja, und dann kam die enorme Spendenbereitschaft der Südfinderleser, wo wir weit mehr als 8.000 Euro mittlerweile für Frau Müller gesammelt haben. Wir haben dieses Geld an den Vermieter überwiesen. Das heißt, sämtliche Schulden von Frau Müller sind bezahlt, mal unabhängig davon, ob die Nebenkostenabrechnungen jetzt berechtigt waren oder nicht. Und jetzt gibt es eine Berufungsverhandlung demnächst in Ravensburg beim Landgericht, wo dann entschieden werden muss seitens der Richterin, reicht das, dass jetzt alle Schulden rückwirkend bezahlt wurden oder muss diese sterbenskranke Frau trotzdem ihre Zweizimmerwohnung verlassen? Die Frage geben wir gleich mal weiter. Wenn man jetzt im Nachhinein diese Schulden auf einmal begleicht, ist dann die Kündigung hinfällig oder bleibt sie bestehen? Da muss man entscheiden, ob der Vermieter wegen dieser Rückstände oder wegen dem Zahlungsverzug eine fristlose Kündigung ausgesprochen hat und eben gleichzeitig auch noch eine ordentliche. Also grundsätzlich, wenn ich meine Zahlungsrückstände, meine Mietrückstände ausgleiche als Mieter, wird die fristlose Kündigung unwirksam. Wenn gleichzeitig aber auch noch eine ordentliche Kündigung ausgesprochen wurde, dann, also mit unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 3 Monaten in der Regel, dann bleibt diese bestehen. Das heißt, auch wenn ich sämtliche Ansprüche nachzahle an meinen Vermieter, habe ich trotzdem das Problem, dass diese ordentliche Kündigung bestehen bleibt und gegebenenfalls ich dann eben trotzdem die Wohnung räumen muss. Jetzt hört man ja immer mal wieder, dass Nebenkostenabrechnung nicht so stimmt. Jetzt haben wir hier eine Erhöhung um das Zehnfache. Was kann ich eigentlich dagegen tun, wenn so etwas kommt? Natürlich ist es zumindest mal ein Indiz, vielleicht sogar ein starkes Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmen kann, wenn ich ansonsten mein Nutzerverhalten, sage ich jetzt mal, als Mieter nicht geändert habe, also nicht mehr zu Hause bin, nicht mehr heize. Und dann muss man sich einfach angucken, woran liegt es. Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, dann in so einem Fall sich mit dem Vermieter in Verbindung setzen und sagen, hier ist so eine Diskrepanz zu den Vorjahren, woran kann es liegen? Und gegebenenfalls dann natürlich auch mal Belegeinsicht nehmen. Das heißt, stimmt das überhaupt überein, was abgerechnet wurde mit den Belegen, die beispielsweise dann vom Gasversorger kommen? Aber Herr Anwalt, es kann doch nicht sein, dass das die Aufgabe des Mieters ist. Doch, im Zweifel ist es natürlich die Aufgabe vom Mieter. Ich muss wenn ich als Mieter der Meinung bin, das ist zu hoch, dann reicht es eben nicht aus, wenn ich grundsätzlich nur sage, das ist zu hoch, ich bezahle es nicht. Sondern ich muss schon konkret sagen können, aus dem und dem Grund stimmt es nicht. Jetzt haben wir ja zum Beispiel in diesem Fall auch das Thema, dass zum Beispiel ein Zähler gewechselt wurde. Mhm. Kann ich dann sagen, okay, es liegt vielleicht am Zähler? Kann ich natürlich sagen. Ich muss dann aber im Zweifel auch beweisen, dass der Zähler nicht richtig funktioniert hat. Da habe ich als
aus Mietersicht das Problem natürlich, dass, wenn es ein geeichter Zähler war, grundsätzlich mal eine Vermutung dafür spricht, dass dieser Zähler richtig funktioniert hat. Das heißt, ich habe die Aufgabe und muss dann beispielsweise durch ein Sachverständigengutachten nachweisen, dass das nicht stimmen kann oder dass der zu schnell läuft oder was auch immer. Ich glaube, hier in dem Fall gab es ja einen Zählerwechsel, warum das dann alles ein bisschen explodiert ist. Ja, richtig. Also es wurde ein neuer Zähler eingewechselt, aber trotz alledem, es sagt doch der gesunde Menschenverstand, dass es nicht sein kann, dass eine Heizkostenabrechnung von einem Jahr aufs andere um das Zehnfache ansteigt. Und dann kann es doch nicht sein, dass der Mieter jetzt in der Beweispflicht ist, zu sagen, hier ist vielleicht der Zähler nicht geeignet oder das neue Gerät. Das müsste doch eigentlich seitens des Vermieters geschehen. Also es ist sicher sinnvoll, dass ich aus Vermietersicht dann auch aus dem Anlass die Abrechnung überprüfe. Wenn sich da allerdings nach dem Zahlenwerk kein Fehler erkennbar ist oder nichts herausstellt, dann ist schon Aufgabe vom Mieter dann wiederum nachzuweisen, was nicht stimmt. Also wie gesagt, es reicht nicht aus, wenn ich nur sage, das ist zu hoch, das bezahle ich nicht. Das ist wie überall, sage ich mal, bei jeder Rechnung, kann ich auch nicht sagen, ich bezahle es nicht, sondern ich muss im Prinzip schon konkrete Anhaltspunkte dafür bringen. Ich kenne den Fall jetzt nicht au detail, ich kenne vor allem das Urteil nicht oder die Urteilsbegründung. Aber offensichtlich war der Richter nicht davon überzeugt oder nicht davon zu überzeugen, dass da Fehler bestehen. Und also jetzt möchte ich mal kurz ein bisschen von diesem speziellen Fall auch weggehen, zu sagen, es gibt ja viele Mieter. Wie habe ich jetzt überhaupt die Möglichkeit, über das Jahr mal nachzuschauen, ob meine Nebenkostenabrechnung dramatisch steigt oder ob ich im Vorjahresniveau liege? Die Möglichkeit habe ich natürlich nur bedingt. Beispielsweise bei der Wasserabrechnung oder beim Wasserverbrauch kann ich regelmäßig mir den Zähler mal angucken. Der ist ja in der Regel oder häufig in der Wohnung, um zu sehen, was hatte ich im Vorjahr verbraucht, bin ich da jetzt schon drüber. Bei den Heizkosten muss man unterscheiden. Es gibt Wärmemengenzähler, da habe ich in der Regel tatsächlich wie beim Wasserzähler einen bestimmten Wert, den ich ablesen kann, also Kilowattstunden in der Regel. Bei den Verdunstern, die wir ja auch im Beitrag gesehen haben, geht das eben nicht. Da habe ich im Prinzip nicht die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt höher oder niedriger, weil das letztlich für das gesamte Gebäude einfach ins Verhältnis gesetzt wird. Also da kann ich tatsächlich unter dem Jahr nur schwer überprüfen, ob ich jetzt höhere Heizkosten voraussichtlich haben werde oder nicht. Hat jetzt eigentlich Frau Müller richtig reagiert? Sie hat ja einen Anwalt genommen, soweit ich informiert bin. Wie löse ich so ein Problem? Weil wir sind ja vielleicht damit konfrontiert. Jetzt geht es mal nicht um 25 Euro im Monat, sondern um 3.000 für ein Jahr. Welchen Ratschlag hätten Sie jetzt an den Mieter? Also grundsätzlich, wie ich gesagt habe, mal das Gespräch mit dem Vermieter suchen, gegebenenfalls Belegeinsicht nehmen, um mal zu gucken, kann es stimmen. Wenn ich da nicht weiterkomme, macht es natürlich Sinn, das von einem Profi überprüfen zu lassen, beispielsweise von einem Anwalt, um zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich und kann ich dagegen vorgehen. Die denkbar schlechteste Möglichkeit ist sicherlich, einen Kopf in den Sand zu stecken und einfach abzuwarten, weil dann haben wir genau das Problem, was ja hier offensichtlich auch passiert ist, dass die Nachzahlungen höher werden, die Vorauszahlungen waren nicht geleistet und dann droht eben auch eine Kündigung unter Umständen. Das ist eine abschließende kurze Frage. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass eine Messung falsch ist, bekomme ich dann mein Geld zurück? Und wie bekomme ich es zurück? Das kommt darauf an, es laufen ja bestimmte Fristen. Also ich muss als Vermieter innerhalb von einem Jahr abrechnen. Und auf der anderen Seite kann der Mieter innerhalb von einem Jahr, dann, nachdem er die Abrechnung bekommen hat, Einwendungen dagegen erheben. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann ist letztlich nicht mehr dran zu rütteln, dann wird es schwierig. Okay, Herr Linse, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Robin, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Zuschauer, Nebenkostenabrechnung garantiert ein Riesenbuch, wo es noch ganz viele Fragen gibt. Wir wechseln jetzt das Thema und zeigen Ihnen nach einer kurzen Pause, was Sie alles tun müssen, dass Sie im Sommer einen richtig bunten Garten genießen können. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Die schönste Zeit des Gartenjahres ist sicherlich der Sommer. Alles blüht und alles glänzt in den buntesten Farben. Damit Sie auch den Sommer im Garten richtig genießen können, gibt es jetzt aber noch einiges zu tun. Mit dem Frühling erwacht die Natur, Vögel beginnen zu zwitschern, Pflanzen sprießen und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen erwecken alles zu neuem Leben.
Gerade im März, April und Mai ist es an der Zeit, den Garten fit für die neue Gartensaison zu machen. Erstens die Rasenpflege. Zuerst einmal heißt es für alle Gartenbesitzer und Liebhaber, den Rasen für den anstehenden Sommer vorzubereiten. Ist der Schnee weggetaut, treten nicht selten Schadstellen im Rasen zutage. Um Moos und Rasenfilz zu entfernen, müssen Sie unbedingt vertikutieren. Vertikutieren entfernt eben dieses Moos und dieses Gras und bringt wieder Luft, Wasser und Nährstoff an Ihren Rasen. Dabei ist es wichtig, trockene Rasenflächen zu bearbeiten und Ihre Tiefe der Messer am Vertikutierer nicht tiefer als 2 bis 3 mm einzustellen, um diese Rasennarbe anzuritzen. Des Weiteren empfiehlt sich ab Mitte bis Ende April einmal wöchentlich zu mähen. Kleinere kahle Flächen können direkt ausgebessert werden. Verwenden Sie hier eine Mischung aus Rasensand und Erde, die Sie in den Rasen einarbeiten. Unser Tipp: Ebnen Sie die Fläche, die Sie ausbessern wollen, mit einem Brett ein. So erhalten Sie eine gleichmäßige Fläche. Danach wird das Gras erneut gesät. Jetzt kann auch zum ersten Mal gedüngt werden. Am besten mit einem Frühjahrsdünger, der dem Rasen einen kräftigen Anschub gibt. Zweitens, Gemüsebeete. Auf den Gemüsebeeten ist der Boden nun abgetrocknet. Sämereien und vorgezogene Pflanzen können jetzt in den Boden. Generell bieten sich zur Anzucht von Gemüse verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann das Saatgut lose in Tütchen abgepackt bezogen werden, zum anderen in Form von fertigen Gemüsesetzlingen. Salat setzt man nicht zu tief. Man sagt, Salat darf im Winde wehen. Nur dann bilden sich auch ausreichend schöne und große Salatköpfe. Des Weiteren decken Sie die Salatköpfe oder die Salatsetzlinge mit Vlies ab. Das schützt vor den Spätfrösten, vor Vogelfraß und zudem, wenn Sie es direkt aussäen, keimt der Salat schneller, der Boden erwärmt sich viel früher. Drittens, die Teichpflege. Nicht nur die Gartensaison, auch die Teichsaison startet nun wieder in die Vollen. Tiere und Pflanzen erwachen zu neuem Leben und benötigen Pflege. Entfernen Sie alle abgestorbenen Pflanzenteile und schneiden Sie diese zurück. Zum Erhalt einer optimalen Wasserqualität messen Sie diese bitte regelmäßig. Spezielle Testsets gibt es im Fachhandel. Füttern Sie Ihre Fische ab einer Wassertemperatur von 10 Grad. Dabei bietet sich die Gelegenheit, die Fische zu beobachten und zu schauen, sind sie gesund über den Winter gekommen oder liegt eventuell eine Erkrankung vor. Zu guter Letzt noch die Gartenmöbel. Halten sich die Temperaturen oberhalb der Frostgrenze, dürfen auch die Gartenmöbel zurück auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. Bevor Sie die ersten Sonnenstrahlen an der frischen Luft genießen können, sollten Sie Ihr Gartenmobiliar noch auf Vordermann bringen. Bitte kontrollieren Sie Ihre Gartenmöbel zum Start der Möbelsaison auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie niemals Scheuermilch oder Hochdruckreiniger, die hinterlassen hässliche Kratzer und beschädigen die Oberfläche. Grobe Verschmutzungen können Sie einfach mittels Abspritzen mit dem Wasserschlauch entfernen. Und wer den Garten zudem verschönern möchte, besonders im Trend sind derzeit die sogenannten Sonnenfänger. Auch hier gibt es im Fachhandel eine große Auswahl. Mit all diesen Tipps kann der Sommer getrost kommen. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch kommende Woche wieder einschalten. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Und das sind unsere Themen in der nächsten Sendung. Schlafen Sie gut. Vom Naturkautschuk bis zur Lammwolle. Bei dieser Matratze ist alles Bio. Wir haben bei einer Matratzenmanufaktur hinter die Kulissen geschaut. Und do it yourself. Sie wollen zu Hause selber streichen und Ihren Wänden einen neuen Look verpassen? In unserem Handwerkertipp erfahren Sie, wie Sie eine Wand effektiv streichen und welche Technik wirklich deckt. Am Montag, 16. Mai in Bauen und Wohnen um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.